Ja, schönen guten Tag, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem diensttäglichen Statement vor der Fraktionssitzung, heute mit Dietmar Bartsch. Bitte schön. Auch von mir einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich würde gerne heute zu drei Themen kurz etwas sagen. Einmal zur Lage in der Türkei, zweitens zum Thema Rente und drittens eine kurze Bemerkung zur Bundespräsidentenwahl. Erstens zum Thema Türkei. Was sich dort in den letzten Tagen abgespielt hat, ist letztlich kaum noch zu fassen. Es werden Oppositionelle jetzt verhaftet, insbesondere auch die beiden Vorsitzenden der HDP. Es ist eine besondere Tragweite auch deshalb, weil Demirtas ja auch mehrfach hier im Deutschen Bundestag war und vor 4 Wochen haben wir noch miteinander geredet. Ich habe damals noch gelächelt, als er sagte, das nächste Mal, wenn wir miteinander reden, musst du wahrscheinlich anrufen und ich werde im Gefängnis sitzen. Dass diese Ankündigung auf diese Art und Weise Wahrheit geworden ist, ist für mich weiterhin unfassbar. Dass in der Türkei Journalistinnen und Journalisten aus den Redaktionen heraus verhaftet werden, ist inakzeptabel. Die ganze Situation ist wirklich nur noch mit einem schüttelnden Kopf von hier aus zu betrachten. Ich finde, dass es ganz schlimm ist, dass es seitens der Bundesregierung hier viel zu wenig konkretes Handeln gibt. Weiterhin besteht der Flüchtlingsdeal mit Herrn Erdogan. Das ist ein schmutziger Deal, wie wir mehrfach betont haben. Es ist so, dass die Türkei verhindert, dass zum Beispiel Hilfen an Geflüchtete in die Region Nordsyriens kommen. Die Türkei ist dort ein Player, der auch Humanitäres in dieser Region verhindert. Ich finde, dass Oppositionelle, Wissenschaftler, Journalisten verhaftet werden, dass sie drangsaliert werden, ist etwas, wo in ganz anderer Weise die Bundesregierung gefordert ist. Wenn der Staatsminister Michael Roth, ich möchte ihn kritisieren auch, aber erst mal zitieren, alle kritischen Geister in der Türkei sollen wissen, dass die Bundesregierung ihnen solidarisch beisteht. Deutschland ist ein weltoffenes Land und steht allen politisch Verfolgten im Grundsatz offen. Sie können in Deutschland Asyl beantragen. Das gilt dezidiert nicht nur für Journalisten. Wenn das die Aussage eines Staatsministers ist, dann ist doch logisch, dass hier in anderer Weise gehandelt werden muss, außer der Tatsache, dass Asyl angeboten wird. Ich finde die Situation völlig inakzeptabel. Wir als Linke haben deshalb in dieser Woche beantragt, dass es dazu zumindest eine Aktuelle Stunde gibt. Jetzt ist vereinbart worden, dass es zu einer vereinbarten Debatte kommt. Das alles empfinde ich als viel zu wenig. Ich hätte erwartet, dass die Bundesregierung zu dieser Situation eine Regierungserklärung abgibt und die klare Position, und ich hoffe aller im Bundestag vertretenen Parteien, zu diesen Vorgängen abgibt. Es kann keine Beitrittsverhandlungen mit so einem Land geben. Wenn die Todesstrafe jetzt wirklich noch verankert werden soll, und es sieht ja danach aus, ist das ein weiterer Grund, dass es hier keine weiteren Gespräche in diesem Zusammenhang geben kann. Dass wir weiterhin Waffen in die Türkei exportieren, ist nicht zu akzeptieren. Insgesamt eine Situation, die wir in dieser Woche im Deutschen Bundestag nachhaltig thematisieren werden, auch bei der Verlängerung des Bundeswehrmandats in Incirlik. Auch das ist für uns nicht zu akzeptieren für die Linke, dass in dieser Situation dieses Mandat, selbst wenn es Auflagen gibt, in irgendeiner Weise fortgesetzt werden soll. Zweiter Punkt, ich möchte wenige Bemerkungen zum Thema Rente machen. Ein weiteres Mal hat die Große Koalition angekündigt, einen großen Wurf heute Abend zustande zu bringen. Ich bin sehr gespannt. Im Vorfeld hört man vor allen Dingen eins, dass das Rentenalter noch mal nach oben gesetzt werden soll. Ein Vorschlag, den ich nicht nachvollziehen kann. Solange es so ist, und das ist die reale Situation, dass über 55-Jährige de facto nicht mehr eingestellt werden, dass es so ist, dass in bestimmten Berufen Menschen in dem Alter aus dem Arbeitsleben ausscheiden müssen, ist eine derartige Diskussion abwegig. Wir brauchen ja, das sieht auch die Linke so, eine große Rentenreform, die 2 Dinge zum Ziel haben muss. Den Lebensstandard im Alter sichern und Altersarmut verhindern. Das genau ist aber nicht der Ausgangspunkt, sondern es geht um Finanzfragen und wie man an der einen oder anderen Stellschraube drehen kann. Unsere Position ist und bleibt die. In der nächsten Legislatur brauchen wir eine große Rentenreform, die einige Punkte, die Sie kennen, beinhalten muss. A, die Zahl der Beitragszahlerinnen und Beitragszahler muss erhöht werden. Abgeordnete, Selbstständige,
Beamte sollten einbezogen werden. Die Beitragsbemessungsgrenze muss mittelfristig fallen, erst hochgesetzt werden und dann fallen. Es muss wieder die paritätische Finanzierung geben von Arbeitgebern und Arbeitnehmern und viele andere Maßnahmen mehr. Es muss auch, das deutlich unterstreichen, endlich die Angleichung der Rentenwerte Ost und West vollzogen werden. Diese Aufgabe wird bleiben. Ich habe große Skepsis, dass der angekündigte große Wurf der Großen Koalition heute vereinbart wird. Drittens zum Thema Bundespräsident. Unsere Position ist die, wir haben jetzt noch 3 Monate, dann findet die Wahl des Bundespräsidenten statt. Das, was die Koalition hier veranstaltet, ist aus unserer Sicht verantwortungslos. Es hat es noch nicht gegeben, dass 3 Monate vor der Wahl überhaupt noch gar kein Kandidat feststeht. Herr Steinmeier, den hat Herr Gabriel vorgeschlagen. Ob der Kandidat wird, offen. Was die Union vorschlägt, offen. Ich finde dieses Herangehen wirklich unverantwortlich. Hier wird auch ein Amt durch die Große Koalition weiter beschädigt. Kein Wunder, dass dann immer wieder neue Namen, immer wieder neue Fragen auftauchen. Die Linke wird selbstverständlich mit diesem Thema sehr verantwortungsbewusst umgehen und dann Entscheidungen treffen, wenn es wirklich Kandidatinnen und Kandidaten gibt. Im Moment ist das alles Kaffeesatz, es gibt keine Entscheidungen und ich kann die Parteien der Großen Koalition nur auffordern, hier endlich für Klarheit zu sorgen, damit a) die Menschen wissen, wer in dieses Rennen um den Bundespräsidenten oder die Bundespräsidenten geht und damit sich auch die politischen Parteien formieren können und ihre Entscheidung treffen können. Dankeschön, da die Lautstärke schon größer wird nebenan, ich weiß nicht, wenn es Fragen gibt, also ja, gibt es noch Nachfragen, bitte. Frau Spitzer. Zum Klimaschutzplan der Bundesregierung, da rechnen Sie wahrscheinlich auch nicht mit einem großen Wurf, was ist Ihre Kritik daran? Und zum Zweiten ein Ausblick auf die US-Wahl. Ich sage mal so provokant, Trump wird ja nicht Ihr Favorit sein. Was das Thema Klimaschutz betrifft, finde ich schon beachtenswert, wie die Bundeskanzlerin, die ja sich selber mal auch als Klimakanzlerin bezeichnet hat, wie sie Frau Hendricks hier im Regen stehen lässt. Wenn es nicht mal Vereinbarungen mit den Ministern der CSU gibt, dann ist das für Deutschland ein Armutszeugnis. Ich finde wirklich diese Herangehensweise nicht nur nicht in Ordnung. Die Kanzlerin ist gefordert. Sie muss hier klar ein Machtwort sprechen, dass die Dinge, die vereinbart sind, die wir ja auch schon kritisieren, aber dass zumindest diese eingehalten werden. Und was die Wahlen in den Vereinigten Staaten betrifft, ich darf Ihnen ausdrücklich zustimmen, dass Herr Trump selbstverständlich nicht nur kein Favorit ist. Es wäre zweifelsfrei eine, naja, Katastrophe des anderen, aber es wäre schlimm für die Entwicklung, wenn er gewinnen sollte. Aber Fakt ist auch, wir werden mit Sicherheit auch die andere Kandidatin, wenn sie Präsidentin ist, an vielen Stellen zu kritisieren haben. Aber ich habe da den Respekt vor dem Souverän, der möge jetzt entscheiden. Sie ahnen vielleicht, dass mein Favorit Bernie Sanders nicht mehr zur Wahl steht. Schade eigentlich.